Das Wichtige ist, dass ihr hier seid und Beckenbauer nicht mehr. Nee, das. Ich finde auch den Adventskalender finde ich großartig. Der muss ja, für immer laufen. Der muss für immer laufen. Wir werden sehen. Siehst du, ich muss noch einen hochladen. Der ist schon auf dem Desktop. Mache ich dann nach diesem Podcast. Oh, wir sind in einem Podcast drin. Interessant. Hallo, ach. Ja, ich bin hier ihr gefangen. Schon Hallo. Hier? Ich fühle mich wie so Pantomime, nur aus Audio. Also ich bin gefangen aus Wellen. Nee, ich fühle mich eher wie hier Bernd, drin. Wie Bernd das Brot, der halt aus dem Bild rauslaufen will, aber nicht rauskommt. Ja. Oh, du läufst heiß und geil aus dem Bild. So, hallo Leute. Das war ein Banger in meiner Kindheit, ich habe es geliebt. Ja, wir haben jetzt auch, wir waren ja, ich wurde eingeladen ins Tropical Island. Ich weigere mich übrigens, das Tropical Islands zu nennen, weil das für mich keinen Sinn ergibt. Wir gehen ins Tropical Islands, wir gehen zu den Tropical Islands. Dafür ist es dann doch zu singulär, was da alles passiert. Es wurde eingedeutscht wahrscheinlich. Das ist ganz großer Quatsch. Ja? Deswegen weigere ich mich und sage immer, wir waren im Tropical Island oder vielleicht auch auf dem Tropical Island. Vielen Dank an Official Tech Blog, sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, weil ich nach wie vor nicht weiß, was die perfekte Variante ist, also welches Internet-Pseudonym, da gibt es ja einige. Pussy Destroyer 86. Genau. Ja, und da sind wir zugegen gewesen. Wer mich einladen will in Tropical Island, kann mich gerne kontaktieren bei Instagram. Ich war da als Kind mal und ich fand es fürchterlich, aber ich bin auch nicht so die Badenixe. Bist nicht nur die Badenixe? Nee, überhaupt also, nicht. Also ich muss sagen, ich war jetzt echt lange nicht mehr in der Avenida-Therme in Hohenfelden. Da hab ich mal gejobbt. Und ich verkläre dir das vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich dachte mir schon so, als ich da war, alles, was es hier gibt, gibt es in dieser Therme auch. Plus ganz viel sinnlosen Schnickschnack irgendwie. Ja, du kannst halt pennen in Tropical Island und das kannst du nicht in ja, der Therme in Hohenfelden. Das ist richtig, aber das kann ich ja dann zu Hause einfach. Na gut, von mir aus. Ja, das Geile ist doch, du kannst dann irgendwie nachts aufwachen, hüpfst kurz ins Wasser rein, dann gehst du wieder raus und so. Es hatte schon seinen Charme, da zu pennen. Wir haben auch eine Nacht da verbracht. Ja, aber die machen vieles von den Attraktionen halt leider zu, weißt du. Da hast du dann deinen Tümpel, das ist okay, die Südsee ist da. Aber du hast da nicht irgendwie nachts die Rutschen offen, das ist schon schade. Ja, wegen der Ruhestörung vielleicht, keine Ahnung. Na, wegen der Gefahr, denke ich. Jedenfalls, willkommen zurück. Ja, hallo. Du Clubbetrotter. Bin ich. Hallo. Wir haben übrigens gesagt, wir gehen ins Tropical Island. Also nicht auf, sondern wir gehen ins. Das ist okay. Noch. Die Aufnahme läuft noch, geil. Ja, die Aufnahme läuft noch, es ist ein Erfolg. Was ist denn da für ein lauter Ausschlag gewesen hier vor ein paar... Wir haben große Chancen, dass ihr den ersten Take hört. Ja. Ja, sehr schade, was da letzte Woche passiert ist, aber andererseits hat es dann doch ein paar Leute angelockt. Ich weiß gar nicht, warum da schon wieder. Wir haben außerordentlich viele Aufrufe auf YouTube in letzter Zeit. Ich kann gerne wieder einen Streit anstacheln, Robin. Ich sage einfach nur das Triggerwort Frauen mit Kurven. Frauen mit Kurven. Ich glaube, das Triggerwort ist eher AfD zurzeit und da freust du dich natürlich sehr. Oh, Alter. Siehst du? Ja, nicht nur das, es ist ja vieles gerade. Aber ja, die AfD war gerade ganz groß, muss man schon sagen, diese Woche. Ja. Ist es nicht so einfach. Ganz groß war auch aber der Kaiser. Ein saftiges Aloha. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Siehst du nicht unsere Moderationskarte an der Nein, Wand? Das sehe ich leider nicht. Seit Wochen hinter dem Schrank liegt. Das Einzige, was ich sehe, ist ein großes Wahlplakat der CDU von Antje Tillmann, was uns hier anlächelt. Ich habe die mal getroffen in Erfurt. Ich glaube, das war die. Die hatte so einen Wahlslogan, wo drauf stand, einfach nur drauf stand, Erfurt kennt mich. Und ich dachte, ist das nicht awkward? Ja. War das die? Oh Gott, ich muss es nachrecherchieren. Also wenn die in kurz. Erfurt unterwegs war, ist es schon wahrscheinlich. Der hat so Tüten verteilt, aber keine zum Rauchen, sondern Schade. So Frühstückstüten, so mit einem Apfel drin und einem belegten Brot. Okay. Der Erfurt. Also ich würde nie einen Apfel von einer Hexe annehmen, to be honest. Habe ich aber auch Nein gesagt tatsächlich. Hat mich Schneewittchen gelehrt. Wer war das denn? War das Antje Tillmann? Ich google ganz kurz hier, Antje. Naja, auf jeden Fall ein wirklich saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir begrüßen euch hier in einer weiteren glorreichen Erstaufnahme des Brennpunkt in Folge 227, glaube ich. Ist ja auch scheißegal. Das Wichtige ist, dass ihr hier seid und Beckenbauer nicht mehr.
Gute Überleitung. Ja, wir öffnen den Brennpunkt Nekrolog und schmeißen den toten Korpus von Franz Josef Beckenbauer in die Bredouille. Ist der wirklich Franz Josef? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich dachte, wie Stalin halt, das wäre ja schön gewesen. Wäre witzig gewesen, ja, aber er war nur Kaiser und kein Diktator. Ja. Fußballdiktator, ne? Fußballkaiser. Und jetzt drehen alle gerade durch im Fußball, ja, und sagen, wir müssen ihr... Den DFB-Pokal nach ihm benennen und ein Stadion nach ihm benennen und so. Sollen sie machen, aber er war trotzdem, glaube ich, ein nicht so ganz lupenreiner Kaiser. Der war doch zuletzt gar nicht mehr so cool angesehen wegen diesen ganzen Skandalen rund um, wir kaufen die WM. Aber es hieß wohl, als damals die WM nach Germany geholt worden ist, war er einer der wenigen, dem man nichts nachweisen konnte, dass er bestochen worden ist. Nicht, also dass er nicht bestochen worden ist. Er hat Geld locker gemacht für die FIFA, glaube ich. Ich bin da wirklich null drin, ne? Ich auch nicht. Dafür, dass das... Also es war dann am Ende so, dass es eigentlich spottbillig war für irgendwie 6 Millionen oder sowas, dass die WM nach Deutschland kommt. Mhm. Also eigentlich müssen wir ihm dankbar sein. Aber es war natürlich korrupt as fuck. Hat er runtergehandelt, so war es letzte Preis. So ungefähr war meine Wahrnehmung des Ganzen. Dann werfen wir nur seine Beine in unseren... Sein Becken. Dann braucht er keinen Beckenbauer mehr, der jetzt eh tot ist. Ja, Rest in Peace. Es gibt noch einen Todesfall. Der wird vielen Leuten nichts sagen. Rest aber in Peace, ist das nicht diese Band von Fergie? Das stimmt. Ja. Where is the love? Und zwar gab es mal eine Comedy Central-Sendung, die hieß Karga trifft den Nagel. Mhm. Kennst du die? Nee. Das waren zwei Comedians, einer hieß Karga, der andere hieß Nagel. Hätte ich mir jetzt fast herleiten können. Aber nur für diejenigen, die AfD wählen, wollte ich mal ganz kurz verbinden. Und jedenfalls ist Karga jetzt gestorben, schon um Weihnachten rum. Und ich fand die immer sehr witzig. Das war dann ein sehr karges Weihnachtsfest. War sehr karg für die Familie wahrscheinlich. Ja. War relativ jung, glaube auch erst so in den 40ern, 50ern. Da ist er geboren, also das ist jetzt genau, schon 80 ist Jahre alt. Ist er gestorben. und hat halt auch, war auch Autor für verschiedene TV-Shows wie die Freitag-Nacht-News und so, hat Bernie und Erd erfunden. Kennst du Bernie und Erd? Das ist die Parodie. Genau. Ja, das kenne ich. Und zwar, und das hat er halt irgendwie erfunden und so, und deswegen, okay. Rest in Peace. Ich habe ihn sehr gemocht als Comedian, weil ich weiß nicht, wie er jetzt privat war, ob er jetzt irgendwie Schwurbler war, keine Ahnung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er... Aha, wir dürfen jetzt Leute nicht mehr Rest in Peace wünschen, wenn die irgendwann mal gesagt haben, Impfen macht Chips in uns rein. Nee, den wünsche ich einen guten Flug nach Aldebaran. Okay, also ich habe zufälligerweise Bernie und Erd vor einem halben Jahr mal geschaut. Mhm. Da gab es so ein Best-of. Hast du es mal? Ist es mal? Ich fand es witzig. Also ja, es war halt Ernie und Bert natürlich eine als Parodie und die beiden haben halt so, weiß ich nicht, waren glaube ich ein paar auch in der Serie, waren zumindest auch Lack- und Lederspiele gespielt und so. Das war schon sehr witzig. Ja, also ich glaube, du wirst es aus anderen Gründen nicht mehr so gut finden. Ich weiß nicht mehr, es ist lange her. Das ist schon würzig, sage ich mal, hin und wieder. Es ist sehr edgy, aber es ist halt, also ich fand's schon, ich habe das früher auch witzig gefunden, aber ich fand's jetzt schon einfach sehr, sehr dumm, muss ich sagen. Also. Ja, wie vieles, also auch Sachen wie RTL Samstagnacht, was ich so als Kind übelst geil fand, ja, das ist auch inzwischen halt einfach uralte Karlauer, so mit langen Bart. Mittlerweile ist es halt Sonntagmorgen, weißt du? Eben, genau. Kurz vor 12. Deswegen, ich kann nicht beeinordnen, wie die Sketche heute wirken, aber als Jugendlicher fand ich das halt witzig, Karga trifft den Nagel und Bernie und Erd. Ja, und der andere, der lebt noch. Nagel, ich glaube schon, der nagelt noch, ja. Okay. Das ist noch voll am Nageln. Schön. Ich wünsche dir so wenig Leute hier gestorben. Also, ich habe übrigens in der letzten Zweitaufnahme nicht erwähnt, dass dieses tolle neue Dragon's Dogma Gameplay rausgekommen ist. Deswegen will ich diese Gunst der Stunde hier nochmal nutzen. Wichtig. Kann das aber auch gleich zu einem, es ist ja ein Internetthema, überleiten, nämlich Dragon's Dogma First. Irgendwie, ich dachte, heißt das 3 kommt schon jetzt raus. Nee. IGN hat da irgendwie so Exklusivrechte. Ja? IGN ist ja so eine sehr große Gaming-Entertainment-Website und YouTube-Präsenz. Und die haben so exklusive Footage von Dragon's Dogma. Wie dieses Gameplay und der erste Blick in die Sphinx, die auch richtig nice aussieht, was nicht an ihren großen Brüsten liegt, aber auch... Die Sphinx mit Brüsten, ja? Ja, ne, das ist ganz weird. Die ist halt wirklich so ein richtig mystisches Wesen. Mhm. Ihr Gesicht geht darin über in Brüste, aber dann hört ihr Körper auf. Mhm. Aber die Brüste haben keine Nippel. Also es sieht ganz... Könnte auch die Arme sein oder ihre Ellbogen oder so, dass so ganz komisch da liegt. Nee, das Geile an der ist einfach das Gesicht. Alter, das ist schon, ich sag mal, eine attraktive Frau, aber das Ding ist, dass die, das ist so ganz weird, die macht ihren Kopf so zur Seite, so schräg und dann wie so bei so Katzen werden die Augen so ganz komisch. Das ist schon,
Das ist schon ein geiles Creature-Design, aber da will ich gar nicht so drauf eingehen. Mir ging es nur darum, die haben halt Exklusivrechte, da Sachen zu veröffentlichen, Klassen vorzustellen und so. Es gibt zum Beispiel den Trickster, was super geil ist, weil der Trickster kann nämlich, das ist eine ganz neue Art, so ein Rollenspiel zu spielen, ja. Wow. Das ist nämlich eine passive Klasse, die ganze Zeit nur irgendwelche Dampfwolken macht und die Beat Gegner dazu, meistens. Die bringt die Gegner dazu, sich selbst umzubringen. Wie geil ist das denn? Ich kenne bei Grind auch einige passive Klassen. Ja. Ach, Tino, weißt du, musst ja mein Lieblingsspiel in Spee musst du hier mal kaputt machen. Nee, wird prima bestimmt. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, abseits von meinem Hype, ja, ist mir aufgefallen, ich will es dir jetzt nicht extra zeigen, aber wenn man IGN mal durchscrollt, so die letzten 10 Tage, jeder Post von Dragon's Dogma hat sehr viel mehr Aufrufe als alle anderen. Und das finde ich krass. Also das erste Gameplay... Der Hype-Train steigt quasi. Ist so. Vor 10 Tagen, das erste Gameplay, was rauskam, hat 1 Million Aufrufe. Das nächste Video hat dann halt 50.000, 20.000, 80.000, so. Mhm. Also das sticht schon raus und das freut mich echt krass. Wenn Dragon's Dogma 2 so einen Hype kriegt wie irgendwie Baldur's Gate 3, jetzt das letzte Jahr, boah, Alter, da wäre ich ein freier Elf. Das wäre awesome, Alter. Richtig awesome. Ist okay, komm, red hier über deine toten Fußball-Korruptionsficker. Nee, du darfst ruhig hier über Drachen und Dungeons sprechen, wenn du möchtest. Ja, Drachen könnte ich ansprechen. Also ich glaube, das Projekt ist schon länger auf Halde, aber WBS Legal hat jetzt darüber berichtet, deswegen ist es natürlich aktuell, dass der Drachenlord eine kleine Kommune aufbauen möchte. Eine Nacktinsel, ne? Irgendwas. Genau. Also Tropical Islands Nude Edition. Genau, und hat die Epstein-Insel aufgekauft. Ah ja, doch. In die Richtung hätte man auch gehen können. Ja. Denn es ist mandatory, dass das alles FKK-liebende Menschen sind, die da wohnen. Er will mit einem Haus anfangen und er hat auch so ein Pamphlet online, wo das genau durchgeht, dass freie Liebe da schon auch praktiziert werden soll. Aber er will natürlich keinen Sex-Dungeon da bauen. Ja, das ist einfach... alle nackig und so, aber... Und, was hat er gesagt? Oben... Freie Liebe. Freie Liebe, aber ja. Aber kein Sextempel. Es ist, naja, ich gehe da noch mit, ja, wenn er sagt, ey, wir wollen einfach ein bisschen der Freikörperkultur huldigen, das machen ja viele Deutsche, auch wenn ich das gar nicht, also ich mag das gar nicht so, muss ich sagen, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich skate und es ist übelst heiß und ich dann oberkörperfrei bin in der prallen Sonne, das fühlt sich einfach nicht geil an. Ich brauche halt diesen Schutz irgendwie auf dem Körper und auch, egal, geht zu weit. Wie dem auch sei, er sagt halt in seinem Manifest, dass er zum Beispiel Asexuelle und Monogame da nicht haben möchte. Ja, und da wird es dann halt schon interessant. Überhaupt nicht um Sex, ey. Ach ja, das ist wieder so eine Drachenlord-Logik, ne? Oh Mann. Ja, also FKK finde ich jetzt gar nicht so schlecht so. Also ich bin jetzt auch nicht aus dem Bildschirm ausgegangen, aber wir laufen bestimmt noch. Also an sich habe ich auch kein Problem damit, aber ich bin da auch eher ausgewählt. Also ich muss jetzt auch nicht ständig nackig rumlaufen. Aber wenn es irgendwie auch damals mit Freunden hieß, wir gehen so wie, weiß ich mal, nachts baden oder so, dann sieht man sich halt aus, das ist dann kein großes Ding. Tino, muss ja nicht gleich sexuell aufgeladen sein. Tino will erobert werden. Ja. Der zieht sich nicht für jeden aus. Nicht ganz, nur für jeden zweiten. Ja, jedenfalls, also viel Spaß, Drachenlord, ich wünsche ihm da viel Spaß und viel Glück auf seiner neuen, tollen Tropical Island, Nacktinsel, die Sexinsel ohne Sex und... Alle sind nackt, Ausschuss. Aber keiner bumst. Wie willst du überhaupt nachweisen, dass sie halt asexuell sind? Also du kannst einfach sagen, oder monogam sind, da kann einfach jeder hingehen und sagen, ja nee, wir machen freie Liebe. Meinst du, der Ansturm auf diese Kommune wird so groß wie irgendwie, weiß nicht, bei der Musterung wollte ich jetzt sagen, aber das ergibt ja keinen Sinn, aber dass die Leute dann, dass die Anti-Musterung, nee, ich bin nicht asexuell, bitte nimm mich auf. Nee, aber die werden jetzt nicht wegen Drachenlord hingehen, glaube ich, sondern wenn er irgendwie ein cooles Projekt aufmacht, irgendwie, wo es heißt, ey, hier ist FKK und so und man kann hier auch irgendwie seine Sexualität ein bisschen ausleben, dann werden die trotz Drachenlords da auch mal hinfliegen vielleicht. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, wie er sich das vorstellt. Ja, hinfliegen ist das richtige Wort, weil allem Anschein nach wird das nicht in Deutschland sein. Aber ob es überhaupt sein wird, ist natürlich noch die Frage. Ne? Das ist vielleicht auch einfach Drachenschanze so ein... 2 ja. Auf Usedom. Naja, Grüße gehen raus an alle, die da mitmachen. Grüße gehen raus auch an eine Erfurterin, denn die ist in die Schlagzeilen gekommen. Nämlich wurde sie betrogen beim Online-Scam. Eine 35-jährige Frau hat 95.000 Euro verloren an einen Betrüger. Warum ist da ein Bild von Superman? Der hat sie ausgegeben als Henry Cavill, der Superman-Darsteller, hat die Frau veranlasst, ihm Geld zu bezahlen, damit sie ihn treffen kann. Aber es war halt nur ein Scam und jetzt ist sie halt ohne Geld da. Also ich sag's, wie es ist,
verdient. Das ist sowas von weit hergeholt. Ja, natürlich ist es irgendwie auch... Dass dieser milliardenschwere Schauspieler auf dieses Treffen angewiesen ist. Das sieht gar nicht so dick aus. Dass der auch nicht durch seinen Manager schreibt, sondern persönlich. Das ist eine Facebook-Seite, hallo. Ja. Ich bin's Henry. Ich bin's Henry. Also ganz ehrlich, also habe ich kein Mitleid. Es bleibt halt Betrug so, wenn diese Frau auf... Ja, das ist wieder Victim-Shaming. Man kann wieder keinen Spaß haben in der Welt. Nee, und wenn die Frau irgendwie auch nicht so... Also ich will es nicht abwerten, wenn es nicht so dumm entwickelt ist, so sozial vielleicht ein bisschen fern ist und so, kann ich mir das schon vorstellen, dass es passiert, aber es ist schon eine riesige Summe, also um einen Schauspieler zu treffen. Das ist so unmöglich. Also wie dumm kann sie sein, wenn sie so viel Geld Cash einfach mal hat? Auch 100.000, das stimmt eigentlich. Ja. So dumm kann sie gar nicht sein. Ja. Ach, dumm, Alter. Dann ist sie anders dumm. Nee, also ich finde es halt dumm, dass es sowas gibt und natürlich ist der Mensch dumm, der das veranlasst hat, aber da gehört auch so ein bisschen zwei dazu, bei so einem Fall zumindest. Also ich dachte, im Jahr 2024 ist man nicht mehr ganz so naiv. Ja. Man kann es doch ganz klar sagen, er ist das Arschloch und sie ist die Dumme. Ja, gerne. Und dann ist es kein Victim-Shaming, dann ist es beide Shaming. Einverstanden. Okay, Tino, pass auf, ich hole jetzt mal einen richtigen Otto raus. Oh Gott. Hallo, also, Echo. Folgendermaßen. Twitch entlässt 500 Leute von ihren Mitarbeitern. Mitarbeitern. Nur Männer, okay. Mitarbeiters. Okay. Das sind 35% der ganzen Company. Das ist schon ziemlich viel. Ja, weil Leute wie du halt ständig irgendwie wachsen auf Twitch und die Leute dir das Geld in den Rachen stecken und bei Twitch nichts übrig bleibt. Deswegen. Ja. Lieber mehr wichsen auf Twitch und dann weiß aber warum? Nicht. Ich dachte, die sind voll am Crown und so. Ja, das... Am Skalieren. Das reiht sich ein. Also Twitch ist natürlich ein bisschen was anderes, aber es reiht sich ein in die Entlassungen, die sich durch das letzte Jahr gezogen haben. Ganz besonders in der Gaming-Branche. Da ging es richtig heiß her. Nur nicht, wenn du deinen Job behalten willst. Dann wurde es ganz schön kühl. Denn dann hieß es einfach, verpiss dich. Das war wirklich so das Thema letztes Jahr. Und ich glaube, Anfang diesen Jahres hat auch bei Unreal wieder eine große Entlassung, also die Unreal Engine sollte ja der Begriff sein, hat eine große Entlassung, aber da bin ich jetzt nicht so drin. Bei Twitch, interesting, also Twitch ist halt nicht so ein, so für Twitch selber nicht so ein gutes Geschäft, sage ich mal. Aber kann das sein, dass sie über die Corona-Zeit übelst aufgebaut haben, weil halt alle zu Hause rumgehockt haben und jetzt, wo sie merken, die Menschen gehen wieder nach draußen und so, dass das deswegen so ein bisschen, dass die Gewinne ausbleiben? Weiß ich nicht. Also so wie ich das mitbekommen habe, hat Twitch noch nie so großartig Gewinne abgeworfen. Ist ja nur mein Arbeitsplatz. Wird schon alles super sein. Hey! Dann doch zurück auf YouTube, Robin. Ja, mache ich ja auch. Oder YouNow. Am Montag kommt ein neues Video, sprich morgen. Aber geh mal zu YouNow. Das ist... Ach doch, das gibt's noch. Ja. Ja. Nein. So, also das ist schade oder so, sagen wir dazu. Wüsste ich auch nicht. Ja, also ich hoffe, dass sie einen neuen Job finden, woanders, nicht bei Twitch, vielleicht bei OnlyFans oder so. Die kommen schon klar, die Menschen. Wollen wir über den Elefanten im Raum sprechen? Beckenbauer ist doch schon nee. Weg. Eigentlich, ich wollte jetzt gerade nochmal ablenken davon, weil ich glaube, dieses große Geheimplan der AfD-Thema würde ich doch nochmal ein Stück nach hinten schieben. Einfach chronologisch. Aber, das habe ich mir nur hier reingeschickt. Okay, die Polizei im Silvesterstress, eine exklusive Reportage, das wollte ich eigentlich in meine Twitch-Gruppe schicken. Ah, aber hab's in Brennpunkt. Versendet. Aber ist natürlich auch wieder, deswegen dachte ich, spreche mal lieber vorher über Silvester, aber ist ja Quatsch. Wir müssen nicht über Silvester reden. Das ist lange her, Alter. Ja, es hat mal wieder geknallt. Ab heute übrigens nicht mehr gutes neues Jahr wünschen. Ist jetzt vorbei. Erkläre ich jetzt einfach mal so. Ja, 2 Wochen ist die Halbwertszeit, doch. Ja, eben. Also kann man so sagen. Nee, aber dann reden wir zumindest über, Habeck sieht den Rechtsstreit in Gefahr. Ja, den Rechtsstaat, meinst du? Den Rechtsstaat natürlich auch. Alles ist einfach in Gefahr. Da hat er nämlich ein Video hochgeladen und da haben wieder alle auf dem rumgehackt. Und ich muss sagen, langsam finde ich das nicht schön. Echt nicht? Nee, da muss ich jetzt auch mal meine satirische Rolle verlassen. Ja, da Habeck kommt ja daher, weißt du, der hätte auch einfach zu Hause seinen Spargel anbauen können, aber nein, er springt in die Bresche. Ja, was Olaf Scholz nicht gemacht hat, so ja. Richtig, ne? Aber also jetzt mal Real Talk, ja.
Der ist wirklich einer von den wenigen. Man kann ja von ihm und seiner Politik halten, was man möchte. Aber ich habe bei dem zumindest den Eindruck, dass der das wirklich nicht macht, um irgendwie Geltungsdrang auszuleben oder Macht zu bekommen. Oder also er hat natürlich Macht, ne? Aber also bei dem hat man schon das Gefühl, dass er das aus einer gewissen Überzeugung, Ideologie, whatever macht. Ideologie ist natürlich jetzt wieder ein sehr... Doch, die linksgrüne Ideologie. Sehr befangener Begriff. Wollen uns alle aufzwingen, dass wir alle sein dürfen, wie wir wollen und aber, frei sind. Ne? Ich glaube schon, dass er den Anspruch hat, wirklich was besser zu machen. Während andere vielleicht auch... Also ich will jetzt nicht, wir kommen nicht ums AfD-Thema drumherum. Ich meine, Höcke sieht ja aus einer Sicht auch, er macht was besser für Deutschland. Ne? Auch Hitler ist aufgewacht, oder Antje Tillmann ja auch jeden Morgen, macht auch jeden Morgen auf und denkt, macht irgendwas Gutes. Aber eigentlich guckt sie nur doof an der Kamera vorbei und verteilt irgendwelche Brottüten. Wenn sie es war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob sie es gewesen ist. Wasser und Obst. Sie sah nur genauso aus, auch so eine Brille und so eine komische Frisur. Das wird kann auch eine andere gewesen sein. Ja, wie dem auch sei. Und ja, der hat gesagt, hier Leute, also es hat sich natürlich nochmal um das bezogen, was da auf der Fähre unter anderem passiert ist oder vor der Fähre. Das hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen. Genau, aber da gab es ja auch richtig nicht untergegangen, ja. Richtige Lügen auch, ne? Als Weidel irgendwie meinte, statt dass Habeck mal den Bauern, Landwirten einen Dialog anbietet, wäre er einfach geflüchtet, was überhaupt nicht stimmt. Das war genau andersrum. Genau, war andersrum. Er hat gesagt, hier, zwei Leute können sich gerne melden, wir führen ein Gespräch, obwohl er im Urlaub war mit seiner Familie. Das meine ich, glaube ich, das ist der Unterschied. Um das kurz auszuführen, nicht zu vergessen, weil diese Weidels und Höckes, die sind halt, verzeih mir den Neologismus im Deutschen, disingenuous, ja. Die sind halt nicht so, du weißt, da ist immer im Hinterraum ist da eigentlich was anderes. So. Mhm. Die sagen das eine, aber im Hintergrund, Ja, die wissen zum Teil auch, dass sie Scheiß erzählen, aber hoffen halt, dass die Leute darauf anspringen. Und auch wenn sie es richtig stellen würden am nächsten Tag, würden nur die Hälfte wahrscheinlich lesen. Deswegen lieber erstmal raushauen und Gerüchte verbreiten. Hauptsache schadet halt der Regierung. Naja, auf jeden Fall hat er ein kleines Stuntman dazu gemacht, wie MCM sagen würde. Und in den Kommentaren, ich hab ein bisschen gedacht, so nach dieser Israel-Ansprache, dass da vielleicht sich was geändert hat. Aber da wurde der auf jeden Fall zerrüttelt, sag ich mal. Ja. Naja, also worum geht's, ne? Also es gab eine Recherche von Korrektiv, das ist so ein unabhängiges Medium, die sich durch Stiftungen und Spenden finanziert, hat auch noch Tochtergesellschaften, wo sie auf irgendwie kommerziell arbeitet, jedenfalls unabhängig relativ, ne? Und die haben halt rausgefunden, dass es ein Treffen geben soll mit Rechtsextremen und AfD-PolitikerInnen und auch von der CDU ein paar Leute und eben auch einer der identitären Bewährung, also die halt wirklich rechtsextrem sind. Und es soll halt darum gehen, ich muss ganz kurz gucken, wie sie es genannt haben, um Remigration. Ne? Also sie haben da in diesen... Man schiebt die Rehe aus dem Thüringer Wald zurück. Genau, Martin Sellner heißt er. Ausland. Martin Sellner ist ja wirklich ein Rechtsextremist aus Österreich. Das ist ja also nicht zu widerlegen. Und der lud eben wichtige Menschen ein. Übrigens auch einer der Hauptanteilhaber von Hans im Glück und von Bug Factory oder so. Das nee, kann gar nicht Backwerk, mehr wie Backwerk, stimmt. Nicht hier die Back Factory in Weimar. Nee, auf keinen Fall. Die sind cool. Na, obwohl, die sind jetzt auch so teuer. Also, da habe ich auch langsam. Also, nicht, dass ich da regelmäßig esse, aber irgendwie aber einmal spenden, im halben Jahr halt. Spenden gerne ihr Essen, das finde ich ganz cool. Na gut. Genau, jedenfalls haben sie sich getroffen in irgendeinem Hotel in Potsdam und haben halt über die Remigration von Millionen von Menschen gesprochen, auch Menschen mit deutschem Pass. Das heißt, es geht ihnen nicht nur darum, irgendwie illegal hier abzuschieben, was ja irgendwie zumindest grundgesetzlich nachvollziehbar ist, was ich immer noch nicht gut finde, aber das wäre immer noch etwas, wo man sagen könnte, okay, das will ja die CDU auch und so, auch die SPD und die Grünen machen das teilweise. Ja. Aber die sprechen echt davon, es Menschen, die in Deutschland leben und nicht in das Weltbild passen, des weißen Christen, die halt wirklich zu vertreiben von hier. Und zwar auch mit immer strengeren Gesetzen für sie und so weiter. Also geht schon um die Deportation und um die das Loswerden von den Menschen, die da nicht reinpassen. Und dann wurden die halt fotografiert, es gab Maulwurf auch dabei und konnte eben belegen, dass sie halt wirklich alle einstimmig auch gesagt haben, die wollen das so durchführen. Halt Menschen wirklich großweilig abschieben, die nicht ins Weltbild passen. Und es waren aber nicht nur irgendwelche Peoples von der AfD, sondern es waren wirklich große Leute, irgendwie Landesvorsitzender war dabei, ein Bundestagsabgeordneter, glaube ich, auch, und von Weidel, der persönliche Referent.
Das heißt, von der Bundessprecherin, der Referent, also näher, also höher geht's fast gar nicht mehr, nur weil der persönlich dahin kacken könnte auf den Tisch. Aber das ist halt schon krass. Und jetzt gehen natürlich alle auf Distanz und so, wir wollten das nur mal angucken und wir stehen nicht dafür und so. Es waren nur Einzelne. Einer hat sogar behauptet, er wäre privat dort gewesen, nicht als Politiker und so. Also alles so Bullshit-Argumente. Wir wollten das nur mal angucken. Ist auch so ein Ding, Alter. Hey, ich war in Auschwitz auf dem Turm, aber ich wollte mir das nur mal angucken. Ganz oben und gucken, wie es ist, so eine Waffe in der Hand zu halten und so. Hatte Holger damals behauptet, als er im Nachhinein öfter auf irgendwelchen Fascho-Demos gesehen worden ist, noch als er jünger war, wo er meinte, er war nur aus Interesse dort, um sich das mal anzugucken, obwohl er gefilmt worden ist, wie er mitgeschrien hat, so, wir marschieren. Und auf dem CSD war er auch, um sich das mal anzugucken oder auf irgendwelche linken Demos. Ja, also es ist schon ein bisschen tendenziös und ein bisschen schwach argumentiert. Und jetzt wird eben auch die Debatte nochmal neu aufgefacht, eines Verbotsverfahrens über die AfD, weil langsam ist es echt nicht mehr, also eindeutiger kann es gar nicht mehr werden. Also es könnte nur noch Höcke persönlich irgendwie mit einem Hakenkreuz irgendwie und einem Hitlergruß im Landtag stehen. Das wäre noch so die letzte Stufe. Ja. Aber dass die AfD rechtsextrem ist und verfassungsfeindlich, es ist eigentlich nicht mehr von Hand zu weisen. Also ganz ehrlich, was soll noch passieren? Ich weiß nicht, wenn Höcke schreibt, etwas Schlagfertiges, ein Buch, was seinen Krampf heißt. Glasfaser, Gasfaser, Gaskabel. Warum nicht mal wieder ein paar schöne Einrichtungen in Deutschland aufbauen? Hm. Apropos Glasfaser und so. Ja, I see. Es gab dann auch einige Leute, die einen Double Down hinterher gemacht haben. Ich habe zum Beispiel einen auf Twitter gelesen, wo es dann hieß, ja, die Remigration von Millionen Menschen, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Und das ist auch... Das ist auch eine ganz einfache Taktik. Frag mich jetzt nicht, wie sie heißt. Hat alles einen Namen. Ist nichts Unbekanntes. Aber dieses, oh, wir sind erwischt worden. Mhm. Wir sagen jetzt nicht, hach hoch, sondern wir doublen down und sagen, hey, na klar, jetzt let's go, um es halt noch mehr zu normalisieren. Ja. Nicht geil. Ich bin jetzt auch da ein bisschen ambivalenter als du vielleicht, weil... Also die Abschiebung komplett zu verteufeln, wenn jetzt wirklich jemand herkommt und sich in die Luft sprengt und das überlebt, fände ich okay, wenn jemand sagt, okay, die paar Fetzen, die jetzt noch existieren von dem, die schieben wir ab oder das, so. Das Becken, weißt du? Und das Bein, genau. Also deswegen würde ich es nicht, aber wenn man sagt, hier deutsche Staatsbürger einfach rausballern, da schlackern alle Ohren. Da bin ich, glaube ich, zu links für. Ich bin prinzipiell gegen Abschiebungen. Ich finde halt, dass Menschen, die hier Straftaten begehen, hier bestraft werden sollten, sollten dann auch hier wieder reintegriert werden in die Gesellschaft. Nicht, ja, aber wenn die ja noch gar nicht da sind quasi, also die haben noch keine Staatsbürgerschaft. Kannst auch nicht abschieben, wenn sie nicht da sind. Wir schieben jetzt den Mohammed aus Marokko einfach mal ab nach Ägypten. Es kommt hier jemand her, ja, mit einem Sprengstoffgürtel. Zwei Tage später springt er sich in die Luft und überlebt's. Mhm. Und dann sagst du, naja, komm, der meint's doch nicht so. Den kriegen wir wieder hin. Nee, nicht, der meint's ja nicht so. Aber schon, dass man die Leute auch hier bestraft tatsächlich. Weil die werden ja nicht ohne Grund auch, na gut, bei dem, wenn jetzt echt so ein Attentäter ist, klar, ist nochmal eine andere Frage vielleicht. Deswegen sage ich, ein bisschen Ambivalenz ist da vielleicht okay, denn eine ganze Hardline-Meinung. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem einfach in Deutschland, wenn man das halt, also dieses Thema... Argument. Ja. Und zwar, wenn ein Terrorist hierher kommt, sich in Luft sprengt, das überlebt und so weiter, und du ihn abschiebst, was passiert denn dann? Dann kommt er wieder nach Hause, kann sich wieder da erholen. Eine neue Bombe basteln, kommt halt wieder her. Hier hast du ihn aber unter Kontrolle, er ist im Gefängnis, vielleicht auch Leben lang oder so. Kannst du resozialisieren und gucken, dass er irgendwie dann doch bei Obi dann Regale sortiert oder ja, so. Ja, dieses Resozialisieren-Ding, da hake ich auch gleich mal ein. Eigentlich wollte ich vorher noch was anderes sagen, aber jetzt hast du mich hier so an die Wand argumentiert, dass ich ein bisschen weg bin. Ach so, das ist natürlich ein Grund auch, warum die AfD einfach an Zuwachs bekommt, weil dieses ganze Immigrationsthema, das ist natürlich ein absolutes Kneifzangenthema für alle anderen Parteien gewesen die letzten Jahre. Und jetzt fängt natürlich die CDU an, da hart reinzugehen, weil sie hofft, dann AfD-Leute wieder zu bekommen. Aber das ist, glaube ich, schon so ein Ding. Das ist kein Kneifzangenthema, nicht wirklich. Also vor einem halben Jahr gab es irgendwie ein Spiegel-Cover, wo halt Olaf Scholz drauf war mit dem Zitat, wir müssen abschieben. Ja, ja, so. Jetzt halt. Jetzt als Reaktion auf AfD-Dings. Wir haben jetzt auch hart diskutiert in der Oase, was diese Petition anging, die große AfD-Verbieten
Petition. Da war eine Person dabei, wo ich dachte, also eigentlich müsste die Person gerade für ein AfD-Verbotsverfahren Warum? Sein. Weiß ich nicht, ich kenne ihn halt. Ach so, und was aufgrund ist das? Seiner Persönlichkeit. Aha. Du traust dich also nicht, jetzt Hautfarbe anzusprechen. Naja, aber es ist doch so, dass sie bei diesem Wannsee 2.0-Treffen da, dass sie halt auch gesagt haben, ganz offen, Menschen, die nicht ins Weltbild passen, auch die halt optisch nicht passen, die werden halt abgeschoben. Und es betrifft eben dann auch Menschen wie die Person aus der Oase. Ja, aber die Person ist ja jetzt nicht AfD-Fan, sondern nee. Da ging es ja auch um das, was ich auf jeden Fall auch sehe, potenzielle Pulverfass, was dann zum Explodieren kommt, wenn du das tust. So. Ja. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem unterm Strich der bessere Weg. Wobei man das vorher halt nicht sagen kann. Ja? Der allerbeste Weg wäre eigentlich, wenn mal die anderen Parteien sich auf die Reihe kriegen, die Themen anfassen, die sonst nur die AfD anfasst und delivert im besten Fall. Ja. Das ist nämlich das Nächste, was ich sehe jetzt nebst dem Pulverfass, dass da diese ganzen schon zur Hälfte und ganz radikalisierten Oma Gerdas, um die mal wieder hier ins Rennen zu werfen, plötzlich mit Mistgabeln irgendwo hinrennen und ne, das ist ja eh gerade so ein großes Thema, dass auch die Bauern, können wir auch nochmal, ne, wir können, haben die Bauern noch nicht genug gebasht, dass die halt hier bisweilen auch vielleicht eine Regierung stürzen wollen, statt irgendwie demokratisch abwählen. Wie dem auch sei, dass daraus dann resultiert, die AfD ist jetzt verboten, na dann können wir uns wieder entspannen, lehnen wir uns zurück, jetzt müssen wir erstmal nichts mehr machen, wir haben ja nichts mehr zu befürchten. So. Und das fände ich halt auch wieder kacke. Natürlich. Weil eigentlich, ja. Ne, das ist jetzt ein ganz heißes Pflaster, ja. Eigentlich dadurch, dass die Leute gerade halt AfD wählen oder zumindest es tun, also in den Umfragen tun werden, ne? Sieht es ja so aus, als würde es sehr viel passieren. Ob es dann letztendlich so ist, ist ja nochmal eine andere Sache, aber kann man schon sagen, irgendwas bringt es vielleicht doch, weil ja jetzt die ganzen Parteien ins Schwitzen kommen und das wäre nicht so, wenn diese Zahl nicht so groß wäre. Es sind ja teilweise 36%, ne, bei irgendwelchen Landtagsumfragen, die AfD jetzt kriegt. Ich bin für eine Reassozialisierung der Politik, pass auf. Und zwar, ich auch. Die werden sich im Bundestag einfach hinstellen so und dann sagt der Bundestagspräsident oder Präsidentin in dem Fall, wir nehmen jetzt die Themen der AfD und teilen jetzt unter den demokratischen Parteien auf. Hier, die Grünen, nee, die Linkspartei hier, Antisemitismus, ist ein bisschen euer Thema, das macht ihr jetzt. Islamhass, komm, CDU, das ist, passt eher zu euch als Christen. Homophobie, ja, SPD, komm, warum nicht? Aus Spaß, mal gucken, was passiert. Was hat die AfD noch als wichtiges Kernthema? Ach so, die SPD sagt dann, Schwule sind scheiße, quasi. Genau. Okay, ne? Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß, damit die halt diese Themen aufgreifen können. Und hier, Schwurbelei, Aluhut, kommen die Grünen. Das ist doch eher alles so Homöopathie und so und Natur. Das nehmen die jetzt an für sich und dann kann die AfD raus aus dem Bundestag. Ja. Mein Vorschlag an die Nation. Nicht schlecht. Was auch jetzt das neu aufwirbelt, ist ja auch die Sarah-Wagenknecht-Partei mit dem tollen Namen Bündnis Sarah-Wagenknecht. Ich glaube nicht, dass die, also ich irre mich vielleicht, ja, vielleicht werden die auch riesig, aber ich glaube, mit so einem bescheuerten Namen ist es auch schon vorprogrammiert, dass die abstürzen werden. Das ist doch total bescheuert. Ja, der Name ist wirklich, ich habe da ja schon ganz oft gesagt, dass die AfD einfach einen klugen Namen auch hat. Ja. Und das ist in dem Fall nicht so, aber ich denke schon, dass sie ein paar Stimmen bekommen wird. Gerade weil halt ne, die traditionellen Volksparteien gerade so schlecht dastehen und Leute aber schon auch mitkriegen, ich glaube, es ist eher so, weißt du, die AfD ist faschistisch, naja, lass mich in Ruhe, ist mir egal, ich sag's jetzt nur, weil du nicht willst, dass ich die wähle oder so. Aber es ist und schon, dann ist das halt vielleicht eine alternative Protestpartei. Aber es ist schon krass irgendwie, dass obwohl man immer mehr jetzt beweisen kann, dass die AfD rechtsradikal ist und rechtsextrem ist, dass die Wahlumfragen nicht weniger werden, sondern dass die Leute es erst recht wählen oder es eher irgendwie noch als Aufforderung nehmen. Ach, dann erst recht, wenn die AfD rechtsextrem ist, ist mir irgendwie egal. Ja, das überrascht mich ein bisschen. Ich finde das gar nicht so überraschend. Das ist das Gleiche, wie wenn du irgendwie einen YouTuber kritisierst und dann kommt ein Fanboy von dem und beleidigt dich. Das ist einfach nur, weil wenn du CDU-Wähler bist, na gut, bei CDU vielleicht schon auch, aber wenn du, ich glaube, wenn du SPD-Wähler bist oder Linke, Grüne, alles,
FDP, ich glaube, das ist ein bisschen weniger Teil deiner Persönlichkeit, als wenn du so dieses, ich mache jetzt Protestwahl, weil ich will denen da oben einen richtigen Denkzettel verpassen. Naja, man will ja auch nicht unbedingt jeden AfD-Wähler und Wählerin als Nazi bezeichnen, aber muss doch den schon sagen, dass die Nazis wählen, also dass sie auch ein rechtsradikales Programm wählen. Und es hieß doch jahrelang, dass die Nazi-Keule wird ja alle mundtot machen. Es ist ein Sprungbrett geworden, jemand Nazi zu nennen. Das ist einfach so. Ja, Tino, aber da muss ich dich ein bisschen aus deiner Bubble holen, weil also nicht 36%, aber ich glaube, lass es mich, also 10-15%, ja, würde ich jetzt, ich werfe das einfach in den Raum, ja, habe ich mir aus dem Arsch gezogen. Aber ich glaube, so viele Leute, denen ist das einfach scheißegal. Weil die denken, wenn ich jetzt das wähle, was dasselbe ist, ja wie Trump, bei Trump sind es ungefähr 30%, der harte Kern, der Trump nie verlassen wird. Wenn ich jetzt das wähle, was das gleiche hasst wie ich, dann geht's mir gut. Und das ist so asozial, wie es ist, aber das ist erstmal ein valider Punkt. So, weißt du? Natürlich wissen die nicht, aha, okay, die wollen mich dann härter besteuern oder so eine Sachen. Oder die sind, im AfD-Programm steht ja auch drin, wir wollen keine Subventionen, vielen Dank. Und das checken die nicht und lesen halt auch kein Wahlprogramm. Mhm. Aber ne, trotzdem sagen die sich, was soll mir passieren? Ich kriege nur die ganzen hässlichen Larven hier raus, die mir nicht passen. Ja? Mhm. Die ganzen Schwulen und die ganzen Schwarzen, haut ab, ich mag euch nicht oder so. Kann ja sein, dass sie so denken. Gibt's und mir auch, geht's klar. Gut. Ja? Mhm. Und also in einer rücksichtslosen, asozialen Welt ist das, ich habe valide gesagt, du sagst nachvollziehbar, irgendwas dazwischen ist es halt, leider. Können ein neues Wort dafür erfinden. Und diese Leute, die wirst du jetzt nicht irgendwie wegargumentieren können mit, das sind Faschisten. Dann sagen die, ja geil, und dann könnt ihr nichts dagegen machen, dass ich meinen Willen kriege. Das ist doch super geil. Ja, man sagt ja auch, dass ja nicht so das Problem Nazis sind, sondern diejenigen, die halt dabei stehen und sie passieren lassen. Ja. Also auch die Konservativen haben damals auch schon dazu beigetragen, dass die NSDAP groß wurde und so. Und jetzt dieses Verbotsverfahren, wo jetzt immer viele sagen, was, wenn es schief geht und so. Aber es wird ja so oder so jetzt schief gehen. Die AfD wird immer größer. Das geht gerade schief. Und ich würde lieber einen Weg einschlagen, der eventuell funktionieren könnte. Denn wir haben doch nun mal ein Grundgesetz. Wir haben doch nun mal eine Demokratie und Mittel, Parteien zu verbieten, die verfassungsfeindlich sind. Da machen wir es doch bitte schön auch. Also es ist doch relativ eindeutig. Und ich fordere ja auch nicht ein AfD-Verbot. Ich fordere nur ein Verbotsverfahren. Ich werde erst mal gucken, dass es überhaupt geprüft wird. Und warum da die AfD so große Angst hat, verstehe ich nicht. Aber es ist doch schon zumindest in Teilen, also in manchen Bundesländern, confirmed. Das ist ja rechtsextrem, genau. Ja. Was ich mir ja gerade die Frage stelle, ich weiß ja nicht, wann war denn das letzte Parteiverbot überhaupt? Weil NPD war ja auch dann wegen Irrelevanz nicht, ne? Genau, und eben die AfD ist jetzt relevant genug, ne? Die könnten sie jetzt verbieten. Mein Gedanke ist, was hindert die Leute danach, eine neue Partei zu gründen, die heißt Alternative für Deutschland? Nee, doch, das Verbotsverfahren schließt auch ein Nachfolgeparteien quasi. Naja, aber dürfen dann alle Politiker, die jemals in der AfD waren, keine neue Partei gründen und beitreten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Regularien, ich weiß halt nur, dass wenn man irgendwie das ist auch einschließt, man darf auch keine Nachfolgepartei oder Organisation gründen. Und wenn halt eine Partei sich gründet, die heißt dann irgendwie B-Alternative. Bündnis Alice Weidel oder so, dann und es ist programmatisch irgendwie nah dran, können die halt sagen, nee, es ist uns zu nah an der AfD dran, wir machen euch jetzt schon mal dicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja das nächste Pulverfass dann, weißt du, dass die dann sagen, die wollen hier komplett verhindern, dass wir eine Sache gründen, die irgendwie unsere Meinung vertritt. Ich kenne, wie gesagt, die Regularien nicht ganz genau. Ich weiß, es glaube ich, war die KPD verboten worden? Es gab so eine Liste, Partei verboten Deutschland. Auf jeden Fall ist es wirklich schwer zu sagen, was da der beste Weg wäre. Genau, aber also hier steht in zwei Fällen KPD 1956, okay, und die SRP. Ja, ist halt lange her, ne? Genau, ja. Aber ist schon richtig, dass es zumindest erstmal ein Move wäre, sich geschlossen dagegen zu stellen, ne? Mhm. Auch wenn jetzt, ich habe mir so eine Hälfte von einem Lanz geguckt, wo der großartige Jens Spahn, ich wollte mal wieder lachen. Hab's auch gesehen, ja. Hast du gesehen, wo dann rumgetribbelt wurde, ob jetzt mit der Linken eventuell koaliert würde oder so.
Ich verstehe, warum die das nicht machen können, darüber zu reden, weil die Wählerstimmen, genau. Aber eigentlich wäre es ja richtig nice, wenn einfach mal alle Parteien sich zusammenschließen in irgendeiner Form und geschlossen, was weiß ich, einen Brief verfassen oder was weiß ich, wo dann wirklich alle unterschreiben. Irgendein Symbol oder so, keine Ahnung. Nee, es ist doch jetzt schon so ein Opferrollenthema der AfD, dass sie halt sagen, sie würden gemobbt von allen anderen Parteien und so. Und die werden ja alle gleichgeschaltet und hätten Angst vor Konkurrenz, was Quatsch ist. Ich meine, die Grünen wurden auch nie als Nazis bezeichnet oder was weiß ich. Die AfD wird aber auch gemobbt. Und manchmal ist das halt auch einfach okay. Natürlich werden die gemobbt, wissen sie ja auch. Ich finde, er hat das Rechtsextreme gemobbt werden dürfen. Nein, also ich bin da immer noch ein bisschen on the fence, weil du holst die Leute nicht damit ab. Und das ist halt schade. Ja, aber ich würde aber auch nicht mit dem Verbot ab. Ich finde es trotzdem, glaube ich, unterm Strich erstmal besser als nicht, ja. Will ich festhalten, wobei ich eher so 60-40 bin. Das ist wirklich schwierig. Aber du holst die ganzen Leute trotzdem, mit diesem Verbot änderst du nicht das Mindset von diesen Leuten. Ja? Du zerschlägst vielleicht erstmal eine gewisse Form von Struktur und Organisation, ja. Aber die sind trotzdem alle noch da, diese Leute. Natürlich. Und die holst du nur ab, wenn du halt das irgendwie aufgreifst, was halt für die ein Thema ist. Kann ein Verbotsverfahren nicht das einzige Mittel sein. Du musst dann noch weitermachen und andere Wege finden, die Menschen umzustimmen. Ja, und das meine ich, warum das Verbot halt scheiße ist, weil das eher dafür sorgt, meiner Meinung nach, dass wieder eine Trägheit irgendwie einsetzt und die Leute erst recht sagen, ja, Gefahr gebannt, jetzt können wir Status quo schön erhalten. Nee, die Illusion darf man nicht haben, aber solange man noch die Möglichkeit hat, einen Rechtsstaat hat und Grundgesetz hat und so weiter und Möglichkeiten demokratisch zu agieren, sollten wir die AfD verbieten. Wenn die einmal irgendwie im Bund in der Regierung sitzen oder in Landtagen, dann wird es schwer, die da rauszukriegen. Das haben wir in anderen europäischen Ländern gesehen, wie halt Ungarn und so. Wenn halt diese Rechten da regieren oder Italien, wenn die regieren, dann geht es ganz, ganz schnell bergab. Dann können die ganz schnell irgendwie Medien schließen und so und Gesetze. Das ist schwierig und deswegen müssen wir jetzt agieren. Und wer es noch nicht gemacht hat, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Petition, dass man das Verbotsverfahren prüft, oder ein Verbot prüft, der AfD, gerne unterschreiben, kostet nichts, geht schnell. Und wenn die dann sagen, nee, ist nicht, dann ist es halt so. Aber ein Versuch ist es wert. Meine Meinung. Ich muss eh mal einhaken, weil ich bin halt wirklich im deutschen ganzen System nicht so drin. Ich kenne mich halt in Amerika echt ein bisschen besser aus als in Deutschland und ich weiß halt, dass Amerika ist halt eine sehr, sehr alte Demokratie und Amerika hat die große Schwäche, dass dieses ganze System ein bisschen darauf aufgebaut ist, dass die Leute in Good Faith handeln, sage ich mal. Also, dass die nicht mit korrupten Hintergedanken irgendwie rangehen. Also zum Beispiel dieses Supreme Court-Ding. Ja. Du hast diesen Supreme Court, der über allen drüber steht. Das sind 9 Leute, die alles quasi umstürzen können, weil sie sagen können, das kann man ja drehen, wie man will. Ja. Irgendwie argumentieren kann man immer, das sieht man ja an der Bibel. Ja. Einfach auslegen die Verfassung und sagen, nee, das ist verfassungsfeindlich, das machen wir jetzt nicht mehr, so Homo-Ehe oder whatever, weil hier steht irgendwo mal was von Jesus drin und deswegen was war immer. Also man kann das machen. Ja. So. Und an diesen 9 Leuten kann quasi alles zerbrechen so ein bisschen. Und ich weiß nicht, inwiefern das bei Deutschland besser ist oder auch so. Dass dieses ganze politische System darauf fußt, dass es davon ausgeht, dass Leute im guten Gewissen handeln. Weißt du, was ich meine? So, ob das jetzt... Weil, also, wir haben ja hoffentlich nach Hitler ein bisschen was gelernt, aber ich kenne mich nicht genug aus, um zu sagen, okay, da sind jetzt folgende Sicherheitsmechanismen irgendwie drin. Aber die dass, gibt es ja. Dass nicht die AfD einfach sagen kann, okay, wir sind jetzt an der Macht, jetzt Grundgesetz verbrennen wir jetzt, mal übertrieben gesprochen. Da gibt es eine ganz spannende Folge von der Anstalt, die eben doch aufgezeigt haben, es gibt zwar Mechanismen im deutschen Bundesrecht und so und in der Demokratie, die es verhindern sollen, aber die AfD kann das ganz einfach umgehen. Also es wäre möglich, haben auch einen Weg aufgezeigt, wie möglich ist, die Demokratie trotzdem zu stürzen. Aber warum geben die denn den Leuten auch noch eine Handbuche? Warum zeigen die denen das? Nee, eben, weil es Menschen halt gab oder gibt, die sagen, die AfD kann noch niemals unsere Demokratie abschaffen. Das geht nicht. Haben nach Hitler was gelernt und nach der DDR. Aber nee, es reicht halt nicht aus. Trotzdem kann die AfD jederzeit, und nicht jederzeit, aber es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen. Wenn es so eine einfache Sache gibt, die irgendwelche Clowns aus dem Fernsehen entdecken, warum ändern wir das nicht einfach? Tja, das ist die ganz große Frage, warum in satirischen Sendungen mehr Wissen vermittelt wird und viel mehr Demokratie gefördert wird als in der richtigen Politik. Du redest natürlich über unseren Podcast. Natürlich, kein wen sonst. Ja. Heute Show oder was? Oder Neo Magazin Royale? Nee.
Wenn die AfD an der Macht ist, heißt das dann Neonazi-Magazin Royal. Wahrscheinlich, ey. Aber es ist echt gefährlich. Und ich kenne auch persönlich Menschen, die halt migrantisch sind, die schon vor 2 Jahren gesagt haben, die Luft wird dünn hier. Und ich habe auch ein paar jüdische Menschen in meinem engeren Freundeskreis, noch nicht allzu lange, aber jetzt so seit 1-2 Jahren, die auch gesagt haben. Seit Israel so viel Krieg macht, hast du neue israelische Freunde. Nee, vorher schon. Aber wir haben uns mehr angenähert in den letzten Jahren, aus verschiedenen Gründen. Und die meinten auch, dass es halt echt dünne wird hier, die Luft. Und dass es echt Menschen in ihrer Gemeinde gibt, die ernsthaft überlegen, auszuwandern. Das ist doch schon mal eine krasse Aussage, genau. Dass wir nicht mehr so sicher sind, wie wir das noch vor 10 Jahren waren. Also die Minderheiten vor allem halt, ne? Aber auch queere Menschen, also das ist ein riesiges Pulverfass, was man hier aufmachen kann. Aber kommen wir mal zu Amerika, oder? Pulverfass ist auf jeden Fall das Wort des Tages. Amerika habe ich, glaube ich, gar nicht so viel. Australien hat jetzt den Hitler-Gruß gebannt. Das ist doch schon mal schön, dass Australien in die richtige Richtung geht, während wir in die falsche Richtung gehen. Ich habe noch von Trump was, und zwar, dass es ein Schlussplädoyer geben sollte von Donald Trump, aber der Anwalt hat, nicht der... Der Richter. Der Richter hat aber vorausgesetzt, er darf nicht ragen, niemanden beleidigen und darf sich nur an Fakten halten. Und darauf haben die Anwälte wohl protestiert, dass Trump halt das nicht machen muss, und deswegen haben Trumps Anwälte und Trump auch keinen Schlussplädoyer bekommen, weil sie nicht lügen dürfen. Finde ich ganz spannend. Ich würde eher den Leuten jetzt nochmal was auf den Weg geben, was mir selber aufgefallen ist und mir geholfen hat. Ich habe natürlich wieder irgendeinen Screenshot von Twitter gesehen und dachte mir, ah, so dumm. Und dann habe ich runtergescrollt in die Kommentare dazu, weil ich habe das halt auf Reddit gesehen. Und einer der Top-Kommentare war, Twitter is an absolute hilarious website, laughing my ass off. Und da dachte ich so, ja, eigentlich, ne? Also wenn wir jetzt auch so viele, viele Scheiße hier besprochen haben, das sind natürlich trotzdem ernste Sachen, aber wenn dann die ganzen Braindead-Takes irgendwie auf Twitter oder generell im Netz sind, da hat man schon diesen Impuls zu sagen, oh, das ist alles so scheiße, das ist alles so annoying, das ist alles so nervig, die sind alle so dumm. Aber wenn man eigentlich mal wieder einen Schritt zurück macht und dann sagt, guck mal, die Wurst, was die wieder für eine dumme Scheiße schreibt, hahaha, dann ist das für einen selber der viel gesündere Ansatz. Und das hat irgendwie mich nochmal wieder ein bisschen zurückgeholt. Das tut es für mich nicht. Also schade. Also wenn man das nur verharmlost und sagt, ha, sind die dumm und lustig, denn ihre Dummheit verbreitet sich halt wie ein Lauffeuer. Ja. Das wird halt immer schlimmer. Aber weißt du, was ich meine? Es ist ja auch irgendwie besser, die mit so, haha, du, was für eine dumme Scheiße sagst, zu verspotten, statt, du hast da einen richtig validen Take, ich habe Angst oder so. Ich weiß halt nicht, was hilft. Ne? Also irgendwie kann man mit den Leuten nicht diskutieren, weil sie deine ganzen Belege und Beweise diskreditieren und so weiter. Du kannst nicht emotional an sie appellieren und sagen, ey, das sind auch nur Menschen, das ist denen egal. Wenn du sie auslachst, dann werden sie auch sturer. Ich weiß nicht, was man machen kann gegen den aufkommenden, ich nenne es mal Faschismus, und gegen die aufkommende Dummheit. Ich habe keine War jetzt auch nicht explizit nur auf dieses Thema gerichtet. Ne? Es gibt ja genug dumme Takes wie, guck mal, da sind wieder 2 Frauen, die sich küssen, igittigit oder so. Und da jetzt sich zu echauffieren, das macht einen selber nicht mehr glücklicher. Und deswegen sagst du einfach, guck mal, die dumme Sau hat Angst vor Smoochies. Naja gut, also ich muss auch dazu sagen, als betroffene Person, ne, die ja selber vielleicht queer ist, ist es halt kacke, das ständig zu lesen und zu hören, dass Menschen das irgendwie verteufeln und eklig finden, wenn Schwule sich küssen oder wenn sie heiraten dürfen. Weil da geht es ja auch an meine Grundexistenz. Ja, weißt du? Da fällt es einem schwerer. Verstehe ich. Ich habe das natürlich weniger. Ich bin also privilegiert, aber trotzdem habe ich immer so dieses Gefühl von... Stell dir vor, also du siehst diesen kurzen Ausschnitt von der Person, ja? Dieser winzige, dieses kleine Fenster in diese Person rein, aus diesem Fenster kommt, du scheiß Schwuchtel oder was auch immer kommt da raus, ja? Und du denkst dir, ist scheiße, aber das betrifft dich halt kurz und zieh dich runter, verstehe ich alles, aber imagine, wenn das für dich schon ein bisschen scheiße ist, wie scheiße das im Leben von der Person sein muss, den ganzen Tag mit solchen düsteren und sinnlosen, belanglosen Scheißgedanken rumzuleben. Ich glaube, das rafft die nicht. Nein, rafft die auch nicht. Aber wenn du so über diese Person denkst, guck mal, die arme Wurst, was der eigentlich für ein erbärmliches Leben hat, dann hat er vielleicht einfach weniger Macht über dich. Er verbaut sich ja auch einiges, ne? Wenn er irgendwie zum Beispiel geile Schwulenorgie. Zum Beispiel, ja, oder auch Freundschaften und keine Ahnung. Auch trotz allem rafft er nicht, wie dumm er ist. Er sieht sich ja im Recht.
Ich habe es dem aber gezeigt, dass ich ihn jetzt Schwuchtel genannt habe und so. Und das rafft er halt nicht. Und ja, dann bleibt, aber das kommt trotzdem aus einem Unglücklichsein, da bin ich überzeugt von. Bestimmt. Also entweder ist er halt selbst so noch im Klosett drin, im Klo, oder er ist mit der Welt unzufrieden, mit sich unzufrieden. Das kommt ja nicht aus einem Leben, was irgendwie erfüllt und glücklich ist, so eine Haltung. Wahrscheinlich nicht, nee. Naja. Wer auch nicht erfüllt und glücklich ist, das sind die Bauern in Deutschland. Das stimmt wohl. Und die LandwirtInnen und BäuerInnen, die haben jetzt zu 10.000 Straßen blockiert und Brücken, Tunnel, Autobahnauffahrten und Kreisverkehre und so weiter und haben tatsächlich entgegen ihrer Behauptungen teilweise keine Rettungsgassen freigehalten und es gab auch ein paar Unfälle. Oh, Antje fällt um. Puh. Und es gab Unfälle, es gibt auch so Videos, wie irgendwelche Traktoren aufeinander auffahren und so, auch wo die echt haarscharf am Tod vorbeigefahren sind, weil halt so eine Schaufel irgendwie runtergefahren wurde und der ist dann an den Vordermann dran gefahren, hat den Kopf nur ganz knapp verfehlt. Oha. Und starb wohl auch eine Person auf der Autobahn durch einen Auffahrunfall, durch die Bauernproteste. Und was war es noch? Das habe ich noch gelesen, muss ganz kurz nachdenken. Irgendwie kamen doch auch Rettungswagen nicht. Also irgendwie gab es auch einen Tod deswegen, weil wohl Ärztinnen und Ärzte nicht durchkamen und so durch die Proteste, wo dann auch Leute geschrieben haben, wenn die uns ihren Ausweis zeigen, dass sie im Krankenhaus arbeiten, dürfen sie auch durchkommen. Wo ich sage, ihr habt doch keine Hoheit, Menschen durchzulassen. Ihr müsst jeden irgendwie durchlassen, der durchfahren möchte. Als du gerade von diesem vermeintlichen Toten berichtet hast, habe ich so eine kleine Idee bekommen. Lass also dachte, was gab's? Lass mal eine Website machen, die heißt Halbwissen News. Oh, Brennpunkt und, Internet, oder? Ja, und dann, da sind dann nur Artikel über irgendwelche Dinge, wo man so ganz grob überflogen hat. Und dann muss man sich, so wie in der Schule, wie, wenn man einen Aufsatz schreibt und das so strecken muss, muss man irgendeine Scheiße sich aus dem Finger saugen und überlegen. Also sich irgendwas ausdenken und so. Das wäre schon ganz groß, glaube ich. Ja, okay. Fake News mit Absicht. Also gerade sich auf jeden Fall, dass es Tote auf der Demo gab. Irgendwie in Fulda ist ein LKW-Fahrer auf der A66 im Stau gestorben. Ich habe das echt nicht so verfolgt diese Woche. Das war ja die große Protestwoche, aber habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Da, also die Bahn ist ja auch ganz vorne mit dabei wieder. Die Schweine, die alle. aber ob da jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, dieses Fähren-Ding war so ein bisschen der Höhepunkt. Und jetzt diese Woche, aber ich fahre halt auch kein Auto, ich baue nicht auf irgendwie eine Autobahn, wo vielleicht irgendwie ein Güllewall aufgeschüttet wurde. Ich weiß es nicht. Also hier steht zumindest, während des Protests der Landwirte am Mittwoch ist es zu einem Todesfall gekommen. Ein Mann starb infolge eines internistischen Notfalls. Er war bekannt als Organisator zahlreicher Demonstrationen der Corona-Rebellen. Die Corona-Rebellen. Ja. Und da gab es auch noch einen Auffahrunfall auf der Autobahn, wo jemand gestorben war. Und ich dachte auch gelesen zu haben, irgendwo gab es auch irgendwie durch Verhinderung auch einen Todesfall. Ich würde es aber erstmal nur unter Vorbehalt hier sagen und nochmal nachrecherchieren, wo das gewesen ist. Alrighty. Ja, ich würde noch eine letzte Sache ansprechen wollen. Eine neue Studie hat in 90% von allen Proteinen, die sie gesampelt haben sie Mikroplastik gefunden. Ja. Das erinnerte mich dann wieder an das Lied Polyester von Die Ärzte. Das habe ich mal wieder angehört. Sehr schön. Das ist ein geiler Song, muss man sagen. Ja. Ich muss, glaube ich, nochmal in mein Ranking gucken, wo ich den reingerankt habe, aber wahrscheinlich wäre der jetzt noch höher, als ich den damals gerankt habe. Ein tolles Ranking. Wir haben, wann haben wir angefangen? 26, glaube ich. Wir können langsam Richtung Ende tendieren, ja. Habe ich noch was Spannendes zu erzählen? Genau, ich hatte noch überraschend zu Wagenknecht. Und zwar, als es hieß, dass sie ihren Verein gründet, gab es ja irgendwie Umfragen, dass sie wohl aus dem Stand auf 20% oder so kommt, ne, mit ihrer Partei. Ja. Aber jetzt, wo es die Partei gibt, gab es nochmal Umfragen. Da war sie nur noch bei 4% ungefähr. Okay. Aber die will wohl antreten zur Europawahl, auch zur Landtagswahl, wo es auch keine Verbände richtig gibt. Ja, Europawahl ist ja auch noch eher. Genau. Also wird sehr spannend werden. Für die Partei ist ja, wie gesagt, die tolle Sibylle Berg am Start. Also Polyester auf der 5, Plan B 4, Woodburger auf der 3, ich am Strand auf der 2, 1, Leben vor dem Tod. Mhm. Schwer, also ich glaube, ich am Strand wäre für mich eins tiefer. Ist jetzt sehr Special Interest, aber muss ich mal nachgucken. Polyester auf jeden Fall ein sehr geiler Song, aber ich habe schon einen anderen, den ich in die Playlist mache. Stimmt, und zwar, ich habe es extra aufgeschrieben, Let the Love Flow, ne? Ja.
Let Your Love Flow. Let Your Love Flow. Von den Bellamy Brothers. Bellamy Brothers. Ja, das wird noch relevant und das werdet ihr morgen auf dem YouTube-Kanal Räuben Nosterafu erfahren, warum dieser Song heute in der Playlist drin ist. Auf der Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify. Oh, ich habe noch gar keinen Song so richtig rausgesucht. Doch, ich habe, glaube ich, einen. Und zwar, ich will jetzt ein bisschen Großstadtgeflüster hypen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Band. Hype die mal, aber die haben doch schon Hype, oder? Ich hatte letztens, ich kündige reingemacht von denen vor ein paar Wochen. Jetzt mache ich ihre aktuelle Single rein, wenn ich deine Eltern wäre. Der ist sehr toll. Okay, was würde die dann machen? Wenn ich deine Eltern wäre, gäbe es ein Machtwort. Aber da ich es nicht bin, sage ich, mach doch. Okay. Finde ich eine ganz coole, witzige Aussage. Bei dem Reim kräuseln sich zwar meine Fußnägel, aber ist okay. Macht auf Macht. Also Macht auf Macht ist schon mal ganz grober Fehler und dann ist das Ende halt auch nicht. Aber Macht ist egal. Es gibt ja nicht so einen Begriff dafür, irgendwie, wenn man... Das ist ein Spit, aber ist es halt nicht. Weil, also Macht Wort und Macht doch. Macht, ne, Macht und Macht ist was anderes. Ja. Macht Wort, Macht doch. Ja, aber also der Spit ist schon, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einem Kollegen. Sächsischen Dialekt. Und sächsischen Dialekt. Ja. Ja, das ist halt beides genau das gleiche. Das ist dann ein Spit, aber das ist halt einfach nur ein verkackter Reim. Und wie heißt das, wenn du das gleiche quasi reimst wie bei Menas Moos, bei hier 3 Uhr nachts, haben sie auch so abgeblasen auf abgeblasen und so, nur mit verschiedenen Bedeutungen. Ja, das wäre wahrscheinlich... Ich habe mein Date abgeblasen, dann habe deine Freundin einen abgeblasen. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Spit, aber ein richtig beschissener. Also oder, ganz ehrlich. Wir machen Doktorspiele, wo ich den Doktor spiele. Und so, das finde ich immer ganz witzig. Ja, aber also das ist ja richtig scheiße. Weil das ist ja nicht mal eine Doppeldeutigkeit. Das ist ja einfach das Gleiche, nur halt einmal Substantiv und einmal nicht. Ja, aber es hört sich witzig an. Ja. Was geben wir in der Woche? Bewertung? Ja, AfD-Treffen ist cool, aber sonst, ich weiß nicht. Warst du auch da? Ich war auch da. Ach. Ich habe gesagt, ey Leute, können wir nicht doch nochmal drüber reden? Mal so weniger rein. Abschieben, mal so mehr reinschieben ins Land, brauchen ja eigentlich eher Leute. Beckenbauer ist eine Person, aber es ist eine Person, die ist für mich irgendwie schon immer präsent gewesen. Seitdem ich ein kleines Kind bin, ja, gibt es halt Franz Beckenbauer. Und in meinem Heimatdorf gab es auch eine Gasse, die nach ihm benannt worden ist. So halb offiziell zumindest, so ein Fußballplatz, die ist die Beckenbauer Gasse. Und das war für mich so ein Mensch, der immer da war einfach. War für mich nicht wichtig, aber war immer irgendwie da. Wie die Queen zum Beispiel oder der Papst. Wenn die sterben, ist es halt für mich so, die waren immer irgendwie präsent. Wenn die sterben, ist es schon irgendwie was Krasses. Ja, okay. Also wenn du Beckenbauer krass findest, dann wie findest du den wieder keinen juckenden Krieg im Jemen, wo die USA und Großbritannien Airstrikes reinballert? Da habe ich gelesen, supergeil, dass wohl aus Jemen wohl irgendwelche Piraten oder Rebellen, keine Ahnung, Handelsschiffe wohl überfallen. Das sind alles. Wenn ich richtig bin. Das sind alles Verbrecher. Man muss dieses Land einfach explodieren. Zum Hintergrund. Ne? Man denkt ja immer, oh, die USA feuern irgendwie Raketen, aber man weiß gar nicht so richtig warum. Es ist keine Begründung, aber das ist, warum die das jedenfalls machen. Weil wohl aus dem Jemen, wo Rebellen Handelsschiffe angreifen und kapern und so. Und deswegen extra jetzt viele Schiffe so große Umwege fahren müssen über den Kap der Guten Hoffnung und so. Kap der Hoffnung machen müssen. Und es ist in den USA gereicht hat, dass die deswegen jetzt als Warnung den ihre Militärbasen wohl so ein bisschen beschossen haben und gesagt haben, hört auf, uns hier anzugreifen. Also auch so ein bisschen so ein Ping-Pong-Ding, ne? Und es soll jetzt Vergeltung geben wieder, also es schaukelt sich wieder alles hoch, mehr Krieg, yay. Cool. Ja. Genau, Israel. Genau, und witzig noch ganz kurz, Putin hat das übrigens verurteilt und hat die USA zu Frieden aufgerufen und dass sie nicht provozieren sollen. Ja. Putin. Kleiner Comedian einfach. Ja. Israel hat auch mit dem Gedanken gespielt, jetzt Richtung Libanon noch mal ein bisschen weiterzumachen. Also während alle sagen, ey, yo, hier Klima und so, lass mal ein bisschen weniger, tobt halt ein Krieg nach dem anderen. Mhm. Und also das ist halt exponentiell mehr, was so ein Krieg einfach ausballert. Voll. Es ist einfach nur dumm. Und es gab noch bei den, was wurde jetzt gerade vergeben, die Emmys oder so, irgendwelche Film-Awards. Da wurden noch Oppenheimer und Barbie und so prämiert. Und da gab es einen Comedian, der so Witze gemacht hat darüber, dass Oppenheimer ist ein Film mit 170 Drehbuchseiten, wo es um die Erfindung von Sachen geht und Wissenschaft und so. Da gab es noch Barbie mit
weiß nicht, Plastikfigur mit großen Titten und so und alle im Publikum so richtig so geschämt die Kamera geguckt haben. Und ja, aber ich finde, ich habe dazu erst mal gemerkt, dass ich Puppen richtig heiß finde. Ryan Gosling und so. Aber das gemerkt, er hat es auch noch rausgeholt, ist Ryan Gosling aus der Not heraus, weil er merkte, dass sein Tittenwitz nicht so gut angekommen ist. Oh. Jedenfalls sehr, sehr awkward. Hat den Sinn des Films nicht verstanden. Hat ihn auch gar nicht gesehen. Ja, aber ich glaube, also ich würde es jetzt nicht per se verteufeln. Ich glaube, sowas steht und fällt mit der Delivery. Also so ein Ricky Gervais hätte das auch lustig machen können. Aber wer weiß. Die Zeit ist um. Es war schön, dass ihr da seid. Es ist 5:12 seit... Wir haben keine Bewertung gegeben. Ach so. Findest du es eine krasse Woche? Ich habe im Kopf 6 gesagt. Ach so. Aber nicht laut scheinbar. Ich sage auch öfter mal 6 in meinem Kopf. Aber nur wegen AfD im Prinzip. Jemand interessiert halt wieder keinen, ne? Obwohl da irgendwie Leute auch sterben und Dinge passieren. Aber also für mich, Beckenbauer, ist dieses AfD-Treffen schon ein bisschen mehr, aber lass mal 6,5 sagen. Das ist halt das Ding. Das ist auf jeden Fall viel, aber das ist das einzige große, finde ich. Ja, okay. Dann das, dann 6, ist okay. Gut. Brennholz unter Musik bei Spotify hören und einschalten bei Robin. Link in der Beschreibung. Tschüss. Wascht euch. Fett die Wale.